So musst du gegen den nächsten Bot in Ranked spielen. Ich bin auf meinem Trainingsaccount auf den Bot gestoßen und wusste schon nach dem ersten Gegentor, dass es sich um den Bot handeln könnte. Glücklicherweise habe ich gegen Nexto trainiert und wusste, was zu tun ist. Oft muss man den Ball ignorieren und direkt auf den Bot gehen. Wenn man den Speedflip halbwegs drauf hat, sollte der Kickoff auch kein Problem sein. So scorte ich noch 2 weitere Tore. Wenn ihr so in den Ball Power Slide cuttet, dass der Bot nicht rankommen kann, ist der Bot überfordert. Er berechnet nämlich nur das, was er selber kann. In der Replay könnt ihr es übrigens überprüfen, ob es sich um einen Bot handelt, wenn er so wie hier die Ballcam beim Dribbeln benutzt. Lasst ihm auf keinen Fall den Ballbesitz wie ich hier. Seine Flicks sind tödlicher als alles andere. Ein weiterer Tipp sind Drive-Challenges, wenn er gerade versucht, den Ball zu kontrollieren. Und danach direkt auf einen Bump gehen. Zum Schluss wusste ich, dass er mich nicht challenged, wenn er weit weg ist. Also blieb ich nah beim Ball und ließ die Zeit auslaufen. Hier nochmal der Beweis, dass es ranked war und mein Trainingsaccount kein Smurf ist. Ganz genau.